Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen im neuen Video. Heute geht's um Fatburner. Tja, Fatburner, das Geheimnis der Fettverbrennung und eines Sixpacks. Was denkt ihr? Funktioniert der ganze Kram hier oder funktioniert der ganze Kram eher nicht? Ja, auch ich habe natürlich mal Fatburner getestet, aber ich gebe euch jetzt mal mein ehrliches Feedback zu dem ganzen Kram. Jo, Thema Fatburner. Ihr seht, guck mal, mein Sixpack kommt so langsam. Heute ist Tag 4. Ich bin ordentlich am Arsch und muss ganz ehrlich zugeben, die Diät geht mir richtig auf den Sack gerade. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Heute ist so ein Tag, da bin ich einfach richtig fertig. Ich habe schon überlegt, wie ich irgendwie das Video vordrehen kann und hin und her, aber ich habe dann gesagt, nein, wir ziehen richtig durch. Und zwar, Thema Fatburner. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube schon, dass gerade diese Hardcore-Fatburner von früher mit Joachim Beam und so einem Kram, dass die auf jeden Fall funktioniert haben. Heute ist aber in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie sind die Sachen langsam so gedeckelt und es wird so aufgepasst, auch bei den ganzen Boostern, dass es einfach nicht mehr zu krass ist und dass es alles noch legal bleibt und so weiter. Und ja, ich glaube, dass Booster definitiv, ich glaube, dass Fatburner nicht schlecht sind, um den Appetit so ein bisschen zu hemmen. Ne? Wie man schon weiß, Koffein hemmt den Appetit und ich will auch gar nicht verneinen, dass es Fatburner gibt, die so ein bisschen entwässernd wirken und dann auf den ersten Blick das Ganze auf jeden Fall schon ja, krasser aussieht, wenn ihr dann eine Diät macht und vor allem schneller krasser aussieht. Aber ihr könnt das auch alles ohne Fatburner machen. Ich finde es nicht schlecht als Hilfe, um so den Appetit zu zügeln, aber es gibt da auch Fatburner, wo dann DMHA und sowas drin ist, was so, da hast du einfach den halben Tag keinen Hunger mehr, wenn du so ein Ding genommen hast. Und davon halte ich persönlich jetzt nicht so viel, weil es halt ja so, wie jetzt willst du den Teil schmeißen im Endeffekt ist. Und der Crash danach ist auch nicht schön und es fühlt sich auch echt nicht so wunderbar an. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall eher die Finger von lassen. Wenn ihr so Fatburner nehmt auf Koffeinbasis, ist es halb so wild. Wenn euch das hilft, macht es ruhig. Ich bin auch der Meinung, dass auf jeden Fall, wenn ihr anfängt, so Fatburner zu nehmen und so täglich irgendwelche Tabletten, dass es auf jeden Fall eine Art Motivation ist. Ja? Das heißt, ihr nehmt jeden Tag so eine Pille oder zwei, drei und habt dann im Mindset, okay, hey, ich habe Diät und dann zieht ihr besser durch. Und gerade wenn ihr dann auch so Geld für sowas ausgegeben habt, dann zieht ihr eher mal die Diät auch durch. Und deswegen finde ich, wem das hilft, der soll das gerne machen. Wer das Geld dafür hat, der kann das auch gerne machen. Aber ihr braucht nicht denken, dass das so viel Mehrwert bringt, wenn ihr dann Fatburner nehmt und dass ihr dann umso mehr Erfolg habt und das alles viel, viel schneller und viel, viel einfacher geht. Und das ist ja nicht zu vergleichen mit irgendwelchen illegalen Substanzen, die ihr dann nehmen könnt, um dann wirklich zu rippen. Ja, das war meine Meinung zum Thema Fatburner. Ich muss mal den Nono hier einsammeln. Ey, der fährt die ganze Zeit rum und eigentlich sucht der, wenn der Akku leer geht, dann hört er auf zu saugen. Ja, dann hört er auf zu saugen und das Ding ist, dann sucht er die Station und wenn der dann irgendwie ein bisschen verwirrt ist und mal so einen Error hatte, so wie er es jetzt gerade hat, ja, dann packt er das einfach nicht mehr so ganz. Deswegen setze ich den jetzt hier so kurz vor die Home-Station. Kannst es schaffen. Schaffst es. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich mache irgendwie Werbung für so einen Staubsauger. Ich habe den mir einfach geholt, weil ich gemerkt habe, dass
ich übertrieben wenig Zeit habe und dann öfter mal denke, boah, jetzt musst du noch Staub saugen, noch dies und jenes machen. Und ich muss sagen, der kommt halt nicht in jede Ecke, du musst immer noch einmal die Woche selber mindestens saugen. Aber der grobe Dreck, und das ist schon eine Zeitersparnis, und ich habe jetzt so ein richtig krassen Angebot bekommen, also viel, viel günstiger als normalerweise. Ich habe nur 150 Euro bezahlt, glaube ich, und schon eine kleine Hilfe. Ja, Leute, das war ein kurzes Statement, wie es gerade so aussieht, und kleine Tipps zum Thema Fatburner, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, das interessiert schon den einen oder anderen, und deswegen wollte ich da auf jeden Fall was zu erzählen. Es geht weiter in der Diät. So sieht das im Moment hier aus. Da geht auf jeden Fall noch was. Ich bin damit noch nicht so. Also klar, es ist ein Sixpack, aber wer alte Fotos oder Videos von mir kennt, der weiß, das geht viel, viel krasser. Und ich bin gespannt, ob ich da hinkomme in 14 Tagen. Ist auf jeden Fall für mich eine Challenge, so ein hohes Kaloriendefizit zu fahren und trotzdem noch die ganze Zeit Sport zu machen. Das ist nicht ganz ohne. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Bis dahin. Ciao.